Oder sagen wir lieber, es war kein normaler Unfall. Da ist irgendetwas faul dran. Das sieht hundertprozentig nach einem Mord aus. Ich habe mich nur über das Kompliment gefreut, aber ich würde auch bestimmt merken, wenn bei Ihnen irgendwo ein Zipfelchen raushängen würde. Und dann der Letzte. Paolo Cartesi in Monza. Sie werden es nicht glauben. Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Haben Sie schon was herausgefunden? Hast du mitgekriegt, was der gemacht hat? Er hat sich einen Wagen ausgeliehen und da lag eine Leiche im Kofferraum. Heilige Jungfrau! Ich weiß nicht, ob die Leiche noch Jungfrau war. Jedenfalls war sie tot. Aber wie heißt es doch so schön, unter der Bettdecke sind alle Katzen grau. Die geht mir nur manchmal ziemlich auf den Senkel. Ich meine, mit ihrer Strickerei, da nervt sie mich manchmal. Man muss eben auch für Ehefrauen etwas Verständnis zeigen. Hier. Werden Sie vor, Inspektor, das ist mein Weisheitszahn. Sie wissen, ich bin ein guter Christ. Darum halte ich die andere Backe auch hin. Entschuldigen Sie, Inspektor, aber warum tragen Sie einen roten und einen grünen Handschuh? Ist das Zufall oder hat das eine bestimmte Bedeutung? Der ist praktisch wie eine rote Ampel. Dann halte ich die Mädchen auf. Und dann schalte ich um auf grün und klopfe ihnen auf den Hintern, damit sie weitergehen. Aber du bleibst hier sitzen. Nach diesem Hit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Morgen um diese Zeit gibt es wieder jede Menge Musik, Musik, Musik. Bei deiner Figur wüsste ich was Besseres als diese Zappelei. Stehst du auf Macaroni? Ja, aber nur mit Sahne. Deswegen hast du diese niedlichen Wabbelbeinchen. Hm? Was hat der Pfarrer gesagt, als wir geheiratet haben? Wir müssen zusammenhalten, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wie geht es uns jetzt? Das Schlechte für 3 zu 0. Das war eine Falle und du bist voll reingetappt. Oh! Dafür 15 Jahre hinter Gittern verbracht. Warum wolltest du ihn umbringen? Lass meinen Handschuh los. Ach, hast du nicht gehört? Du sollst meinen Handschuh loslassen. Du weißt mir ja kein Loch rein. Den hat mir nämlich meine Frau gestrickt. Hundeplatz, hab ich gesagt. Mit seiner Zigarre, das ist was ganz Feines. Eine echte Havanna. Oh, siehst du, das schmeckt doch gut. Weißt du, nicht bewegen.